Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich euch was vorstellen wollen würde, und zwar von Shadowhawk. Könnt ihr das sehen, ja. Die machen Taschenlampen. Ja, also kommt von Amazon. Und die würde ich euch gerne mal zeigen, weil die sah echt cool aus. Und wenn das alles drin ist, was auf dem Bild zu sehen war, was sie mir geschickt haben, dann ist das mal ein Hingucker wert, würde ich sagen. Wir werden die dann auch testen. Da mache ich ein separates Video drüber, wenn es dunkel ist. Es wird ja jetzt relativ schnell dunkel. Aber da zum Testen gibt es dann ein separates Video. Wir wechseln mal in die Unboxing-Ansicht. So, und wir sind jetzt in der Unboxing-Ansicht. Shadowhawk Taktik LED Flashlight. Die Dinger sind aber auch wieder so eng zu hier. Jetzt haben wir es auf. Dann kann das weg. So. Wir haben hier eine schicke Verpackung. Plastik. Warte. Ja. Mit zwei Klammern wird sie zugemacht. Hier unten zum Stehen. Ah, hier ist auch nochmal. Kann man auch anhängen oder halt tragen. So. Aufmachen. Oh, da ist wieder eine Halterung. Die habe ich gar nicht gesehen. Sogar eine Gürtelhalterung ist mit bei. Aha. Schick, 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 schick. So, dann haben wir einmal ein USB-C zum Laden. Dann haben wir drei Akkus, drei Batterien. Einen dicken Akku, das ist ein 26650er. Den kennen viele Dampfer vielleicht noch. Auch der ist hier branded mit Shadowhawk. Dann haben wir hier noch eine kleine. Für Schlüsselbund, damit man halt, das werde ich mir gleich einen Schlüsselbund machen, dass ich das Schlüsselloch immer finde. Dann eine Anleitung. Aber die brauchen wir nicht, das ist selbsterklärend. So. Und dann haben wir hier die Taschenlampe. Da haben wir denn die Taschenlampe. Einige von euch fragen sich jetzt, hä? Batterien und ein Akku? Ja. Und die hat einen schönen Druckknopf. Also fässt sich gut an und wertig an. Hier unten ist auch Metall, wo der Ring dran ist. So, ich zeige euch das erstmal. Schraubt es auf. Dann holt ihr das hier raus, was drin ist. Wir machen jetzt aber erstmal hier, der wird jetzt natürlich leer sein. Aber ich habe ja, also dafür braucht er auch ein spezielles Ladegerät für die großen. Für den hier habe ich ja, weil ich ja Dampfer bin.
Ja, also den könnt ihr einfach den nehmen, aber ihr könnt eigentlich, müsstet, glaube ich, da drinnen auch laden können. Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir mal gucken, ob. Ach ja, doch, hier oben ist ein Ladeanschluss. So. So. Und dann haben wir hier. Ja, also ihr seht, dass es angeht. Dann können wir das halt hier verengen. Scheiße, ist das hell. Das Drehen passiert gar nichts. Also den Fadenkreuz haben wir ja auch drauf. Ist ja cool. Aber passieren durch Drehen passiert halt nichts. Und wir haben jetzt hier eine LED-Anzeige, wie weit die Batterie jetzt voll ist, ja. 1, 2, 3 ist es jetzt und das vierte wäre dann komplett voll. Ja, die ist auch wirklich sehr, sehr hell. Dann machen wir aber auch im Dunkeln noch einen Test. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich habe so ein Ladegerät nicht, beziehungsweise ihr könnt ihr hier laden. Da habt ihr einen normalen USB und einen USB-C. Normale USB ist, habe ich jetzt eigentlich einen USB hier, muss ich den doch nochmal reinmachen, dass ich euch das vorführen kann. Ja, nehme ich den einfach mal, der bei der Lampe mit bei war. So. Ja, und ihr nehmt einfach den normalen USB, also den ganz normalen USB-A, steckt den dann in die Lampe rein. So. Ich denke mal, dass es so gedacht ist. Und den anderen USB-C steckt dann euer Handy. Und dann wird das Handy geladen. Seht ihr das? Also nicht mit einer schnellen Geschwindigkeit, ganz normal. Aber es wird geladen. Und wenn das dann natürlich umgedreht macht, den USB-C hier rein. Und das hier in einen Wandadapter steckt, dann wird natürlich auch die Taschenlampe geladen. Dann könnt ihr die beladen. Wir können ja mal testen, was passiert, wenn ich ein USB-C zu USB-C nehme. Und den USB-C in mein Handy mache. Ja, da passiert gar nichts. So, dann haben wir das schon mal geklärt. So, aber wie gesagt, viele sagen ja, oder wenn euch gerade halt unterwegs der Strom ausgeht, um jetzt die Taschenlampe zu beladen. Achso, ich hatte es verkehrt rum. Da ist ja so eine große Batterie nicht immer zu. Ja? Hier kann man ja nicht einfach laden und sagen, ja, gib mir mal eine und die ist auch dann voll beladen. Ja, dann bleibt euch dann halt nur übrig, dass ihr so eine kleine Batterie nehmt. Dieses hier nehmt aus dieser Plastikverpackung einmal unten
drücken, dann nimmt ihr das hier raus. Und da, wo die Federn sind, ist der Minuspol. So, einmal nach oben. Einmal nach unten. Einmal nach oben. Dann nehmt ihr das Gehäuse, macht es da wieder rein. So. Macht es da rein. Und schraubt wieder zu. Drei Stück müssen rein. So. Und ihr seht, auch da funktioniert alles tadellos. Ich sehe jetzt auch keinen Unterschied, ob ich den dicken Akku drin habe oder die. Und hier seht ihr jetzt auch, wie es aussieht, wenn es richtig voll ist. Ja, es sind alle vier Lampen an. So, dann würde ich sagen, dann hoffen wir mal, dass es bald dunkel wird. Ich lege das mal alles wieder hier zurück, dass wir das dann auch benutzen können. Und hier nichts abhanden kommt. Ich finde das toll, dass das halt auch eine Halterung für die für den Gürtel damit bei ist. Finde ich richtig toll. So, dann können wir das nämlich dann nachher gleich mal. Ich werde mal den USB-C-Kabel so machen, damit er nicht abhanden kommt. Und mache den mal hier in die Tasche von der Lampe rein. Oder warte mal, ich muss mal da den. Ich habe hier noch das USB-Kabel. Ist nicht schlimm, wenn man ihn mehr hat, aber ja, wenn man nicht braucht jetzt, weil ich überall welche dran habe, dann kann man den ja, damit er nicht abhanden kommt, verstauen. Ja. Und das Heft noch drüber. So. Jetzt haben wir uns die erstmal angeguckt von Shadowhawk. Das war jetzt, wie gesagt, nur das Unboxing und Hardware-Video. Wir haben sie uns einmal komplett angeguckt, was damit bei ist. Und wie man sie benutzt. Die sah schon cool aus. Und die hat ein richtig schönes haptisches Feedback. Also die liegt gut in der Hand. Und heute Abend, wenn es dunkel ist, werden wir mal gucken vom Balkon aus, wie hell sie strahlt und wie weit sie strahlt. Oder vielleicht bin ich ja noch draußen und kann das dann testen. Müssen wir gucken. Dann kann ich euch das zeigen. Bis dahin, wie gesagt, das wird aber ein einzelnes Video. Das kommt dann hier nach. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.